Forza Motorsport 4 ist der wohl beliebteste Teil bei den Motorsportspielern und das auch zu Recht, denn dieses Spiel hat Features, die es heute nicht mehr gibt und das, obwohl die Technik so viel weiter ist als damals und das ist schon bemerkenswert. Auch die Autos, die man hier hat, sind legendär, viele gute Klassiker. Einfach eine tolle Auswahl auch an Rennwagen, viele Strecken und wir schauen heute einfach mal rein, spielen einfach mal wieder Forza Motorsport 4 in dieser XL-Folge sozusagen und am Ende bin ich sogar noch ein paar Rennen gefahren, die ersten paar habe ich zusammengeschnitten und dann habe ich nochmal ein volles Rennen gelassen und man merkt dort auch einfach, die KI ist tatsächlich ein bisschen intelligenter als aktuell, ne? Das wird sich vielleicht noch bessern momentan, aber da muss man mal abwarten. Aber dieses Renngefühl, das Geschwindigkeitsgefühl und überhaupt dieses Kämpfen um Plätze war einfach so genial. Ich konnte gar nicht mehr aufhören. Deswegen bin ich auch so viele Rennen gefahren und habe am Ende erstmal nur ein paar zusammengeschnitten. Motorsport 4 macht einfach sehr viel richtig und wir gehen auf die meisten Features ein und hören heute sogar Jeremy Clarkson nochmal und man kriegt einfach Gänsehaut bei dem Game und ja, würde mich freuen, wenn ihr euch da das Ganze reinzieht. Könnt ihr euch natürlich auch einteilen. Ich meine, ist wirklich ein Klopper eine Stunde, ne? Aber gut, lasst gerne ein Like da, abonnieren nicht vergessen, um den Kanal zu unterstützen und dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt rein da. Ja, und da sind wir auch schon in Motorsport 4. Da werden Erinnerungen wach und hört euch mal die Musik direkt an. Erinnert euch? Wunderbar, oder? Ja. Ich weiß gar nicht, wo fangen wir an? Wir können überall drauf. Ich bin auch online, das ist das Gute. Wir haben Community, das ist natürlich der Online-Modus. Autovista, Freispiel, Marktplatz, bla, bla. Marktplatz nicht so wichtig, aber Karriere auch. Und ja, Motorsport 4 war ja, wie gesagt, der eigentlich beste Teil der ganzen Serie. So, das war ja quasi der Peak der ganzen Serie. Ob das aktuelle Motorsport das jemals erreichen wird mit zukünftigen Updates, sei mal dahingestellt. Hier sehen wir auch direkt zum Beispiel ein Auto, was man schon lange nicht mehr gesehen hat. Ein Saleen S7 Konrad Edition, glaube ich. Das müsste der Rennwagen sein. Ich weiß es gar nicht mehr. Lass mal kurz gucken. Konrad Motorsports, genau. Ja, und da können wir direkt mal gucken, was sich denn hier für Autos... Oh, hier haben wir schon Volkswagen Fox, Punto Evo Sport... Ja, 2 CSX, ne, einige, die man halt kennt. Oh, Seat, guck mal, Seat Ibiza Cupra haben wir hier. Und ja, viele davon sind halt typisch. Und ja, vor allem die Fahrzeugmodelle, die sehen teilweise immer noch so aus heute, weil viele einfach aus Motorsport 2 bis heute übernommen wurden und nicht geändert werden. Hier beim Silvia zum Beispiel, Frontstoßstangen und so, ist alles so ein bisschen falsch. Aber was willst du machen, ne? Das Interessante ist, oh, guck mal hier, ein Ram SRT 10 Dodge. Ja, auch ganz wilde Sache. Gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. Dieses Modell genau. Schade eigentlich. Dodge Challenger. Ja, alles so verdächtige Autos, ne? Man hat schon sehr viele Autos damals hier gehabt. Auch hier H1 Alpha und so. Gute alte Viper. Ja, einige davon sind uns geblieben. Einige sind halt nicht mehr da. Das ist auch morgen ein ziemlich heftiges Ding. Nur CRX. Ach Gott, der Mustang. Das ist genau diesen Mustang... Vermisse ich auch. Den gab es zuletzt in Motorsport 7, aber als Shelby-Version. Aber in Horizon hat es erst bis heute nicht reingeschafft. Ich verstehe nicht, warum. Ist eigentlich ein geiles Auto. Also würde ich feiern, wenn der kommt, weil die meisten Mustangs heutzutage fast alle gleich aussehen. Da ist nichts Besonderes mehr dran. Und das Ding hier ist ja auch nicht nur durch Most Wanted relativ beliebt. Ne? Also da würde ich mich schon freuen, wenn sie den mal wieder zurückbringen würden. Aber naja. Aber hier ein Gumpert Apollo S. Auch ganz nett. Und jetzt wird's... Ja, okay. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Das habe ich bestimmt mal geschenkt bekommen, das Auto. Durch ein Polizeidesigns. Ja, M3, klar, hat ein Most Wanted Design. Man kennt's. Schon wieder so ein Polizei-Audi. Ach, du Kacke. Jeff Koons BMW M3 GT2 Art Car. Ach so, das war dieser andere. Da hatte eigentlich ursprünglich so ein buntes Design. Den gibt's im Motorsport ja auch nicht mehr. Den haben sie jetzt auch rausgenommen bei der aktuellen Version. Pepsi Max Crew Commodore ohne Design, aha. Haben wir mal E36, E39, ein Supra darf ja nicht fehlen. R8, FSI Quattro, Skyline, ach ja. Ja, hier haben wir einen Calsonic Impul GTR. Auch noch, schon geil, aber hier gibt es halt noch viel geilere Autos, nur die habe ich halt nicht.
Ich hatte schon geguckt, ob es hier irgendwie einen Geldglitch gibt oder so, aber vielleicht muss ich da einfach nochmal gucken. Weil ich habe halt nicht viel Kohle. Hier gibt es zum Beispiel auch die Legende. Den M3 GTR, die Rennwagenversion. Hat eine etwas andere Frontschussstange als die Version in Most Wanted, aber ansonsten ist es eigentlich der M3, wie man ihn aus Most Wanted kennt. Ja, und die beiden gibt es halt auch nicht mehr, ne? Die haben sie auch rausgenommen irgendwann. Warum? Keine Ahnung. Vielleicht ist die Auflösung nicht mehr so geil bei den Autos. Vielleicht kriegen sie das nicht hin oder was. Kein Plan. Also auf jeden Fall richtig geil. Ja? Und da würde ich mir schon wünschen, dass die beiden auf jeden Fall zurückkommen. Diese, oder einer davon wenigstens von den beiden Versionen hier. Das wäre schon echt geil. Aber hier gibt es allgemein ziemlich coole Autos, die es heutzutage nicht mehr gibt. Selbst bei Ford gibt es einen Rennwagen. Den Ford GT, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Hier. GT MK7. Auch geil, sieht wild aus. Ja, gibt nicht mehr. Verspieltes Potenzial ist das in meinen Augen. Es ist einfach unverständlich für mich, dass solche Legendenautos in einem Rennspiel nicht da sind. Bei Gran Turismo gibt es ein paar von denen, aber auch nicht so viele. Also Gran Turismo und Forza tun sich da nichts. Ich finde, die haben beide eine relativ eigenartige Fahrzeugauswahl dafür, dass das halt Rennspielsimulatoren sein sollen. Ne, klar, sind beide keine richtigen Sim-Racer, ne? Mit iRacing oder so können die auch nicht mithalten, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Trotzdem. Oder, warte mal, war Mazda nicht auch mit Rennwagen hier am Start? Ja gut, hier gibt es ein paar LMP-Dinger oder was das für Teile sind, keine Ahnung. Oder Furay, Alter, habe ich ja noch nie gesehen. Was ist das denn? Das sieht ja ganz wild aus. Ich glaube, die haben hier sogar noch den SLR McLaren, den haben sie auch schon lange nicht mehr ins Spiel. Ja klar, hier. Den gibt es in Horizon auch nicht mehr. Der ist einer der am meisten gewotesten Wagen überhaupt. Also, dass der noch nicht gekommen ist, wundert mich. Vielleicht kommt er aber irgendwann noch. Wir kriegen allgemein sehr wenig von Mercedes. Ich glaube, das letzte war irgendwie der AMG GT Black Series oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt da ja nochmal was und der wird dann mit dabei sein als recyceltes Auto. Aber auch hier bei Nissan zum Beispiel, Autos, die ich sehr gerne fahre, aber jetzt leider nicht habe. Die sind halt sehr teuer hier in dem Game. Zum Beispiel den Calsonic Skyline, ne? Geil. Oder Pennzoil kennt vielleicht auch welche. Den gibt es bei Gran Turismo. Auf den habe ich auch richtig lange gewartet, um mir den dann zu holen aus dem Autohaus bei Gran Turismo. Wissen die meisten hier gar nicht. Ja, ich habe auch eine PlayStation 5 und spiele GT7 hier und da mal. Aber habe halt noch nie wirklich ein Video darüber gemacht. Ja, auch. Oder hier R390 GT1. Auch noch eine Legende, das Ding. Den gibt es, glaube ich, in Horizon 5 sogar. Zumindest eine Version davon. Ja, den haben wir ja stehen. Und selbst... Oh, Opel. Opel, guck mal. Ey, hier gibt es sogar ein OPC-Team. Phoenix Astra V8. Auch einfach so eine richtig geile Legende, die Karre. Die Basisversion, sprich Straßenversion, davon hat es auch noch nie gegeben. Das ist ein Astra G, wenn ich mich nicht täusche. Und, puh. Wahnsinn. Einfach geiles Auto. Den habe ich, glaube ich, sogar. Oder habe ich den? Ne, den habe ich nicht im Besitz. Also im Karrieremodus kann ich den nicht fahren, aber wir können die alle mal hier oder da, wie ihr Bock habt, vielleicht in Zukunft auch mal. Schreibt mir gerne in die Kommentare, über welches Auto oder welche Autos ihr vielleicht mal noch ein Video haben wollt, wo wir mal einfach eine kleine Probefahrt machen. Aber ich wollte nochmal bei. Oder Subaru. Wer hätte das gedacht? Würde jetzt keiner erwarten, aber hier gibt es einen Rennwagen. Ein Cusco Subaru Advan Impreza. Also, wirklich. Ey, da kriegt man Gefühle. Da kriegt man einfach Gefühle als Rennspielfanatiker. Und Toyota hat auch Rennwagen hier. Jetzt nicht den Castrol Supra zum Beispiel da, aber Exxon Superflow. Einfach geil. Aber leider halt teuer. Damals war es noch nicht so einfach, hier an Autos ranzukommen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich habe dann aber auch, wie gesagt, mit dem Profil jetzt nicht so weit gespielt. Ich komme mit meinem anderen leider auch überhaupt nicht online. Ja, zu viel auf jeden Fall zu den Autos. Homespace war ja auch damals eine ganz wilde Sache, konntest du hier ändern. Konntest du den Wagen, ihr habt ja gerade gesehen hier, steht der gerade in der Top Gear Halle. Das war auch mega geil, dazu kommen wir gleich nochmal. Und da konnte man einfach ändern, zum Beispiel Gebirgspass. Dann steht der Wagen einfach in einem Gebirgspass. Sieht auch ziemlich nice aus, ich meine, guck dir das an. Selbst hier wedelt das Gras im Hintergrund. Klar, man ist jetzt nicht in-game am Fahren oder so. Aber wenn ich das mit Motorsport von heute vergleiche, wo das Gras nur noch aus dünnen 2D-PNG-Streifen besteht,
Dann frage ich mich, was bei denen kaputt ist. Aber ja, gut. Ist halt eine Plattform. Motorsport muss sehr, 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 sehr viel noch dran gearbeitet werden. Wir sind ja im Grunde in der Alpha-Version. Ne? Wir sind die blöden Beta-Tester, was auch immer. Müssen wir leider warten. Aber guck dir das mal an, ey. Selbst auf der 360 sieht das so geil aus. Und Motorsport kriegt das nicht hin. Wieso haben sie nicht darauf zurückgegriffen? Also keiner wird die dafür verurteilen, wenn sie das recyceln, dieses Prinzip mit dem Homespace ändern. Also ich würde es feiern. Sieht einfach cool aus. Jeder kann das nehmen, was er will. Ne? Ich meine, hier können auch noch, wer Bock hat, ja, ich stehe hier im Lagerhaus. Hinten ist dann noch der andere Raum, wo die gekidnappten hier Menschen sind und so, ne, Kappa. Ne? Oder hier da die Top Gear Teststrecke könnten wir uns auch hinstellen. Und schaut es euch einfach an. Also selbst den Asphalt finde ich fast schon. Ja gut, der ist jetzt nicht so geil aufgelöst, aber von der Textur an sich sieht der besser aus, ne? Oder allgemein die Grafik kommt, also ehrlich, ne? Wenn ich manche Autos sehe, die Belichtung und so in Motorsport, da ist das jetzt hier gerade nicht so weit von entfernt, würde ich behaupten. Klar, die Kantenglättung, ne? Alte Konsole, bisschen Totalschaden an manchen Stellen. Aber ansonsten sieht das schon ziemlich gut aus noch. Also muss man einfach mal ehrlich sein, ohne das Spiel jetzt wieder irgendwie, dass manche denken, ich will das schlecht reden oder so, das Aktuelle, aber ist halt wie es ist. Es ist einfach wie es ist. Wisst ihr, was intelligenter gewesen wäre? Die hätten einfach Motorsport 4 hier recyceln sollen. Quasi hier, wir schrauben mal, wir skalieren mal hoch, also ne, die Auflösung verbessern, Grafik und so ein bisschen, ne? Nicht viel Aufwand und dann einfach abwärtskompatibel machen, für ein 20 wieder in den Store stellen oder so. Oder einfach abwärtskompatibel machen und einfach weiter an Motorsport arbeiten. Dann hätten sie uns, also hätten sie das Spiel rausgehauen, dann hätte ich gesagt, ja, wir jetzt noch ein Jahr warten müssen oder so. Ist das okay, weil mit Motorsport 4 werden die Leute sehr viel nostalgischen Spaß wieder haben. Aber es war ja sogar geplant, Motorsport 4 sollte eigentlich abwärtskompatibel werden, ja. Aber kurz vorher wurde dann das abwärtskompatible Programm eingestellt. Und ja, GG an der Stelle, dann ist es halt nicht mehr dazu gekommen. Wäre das nicht so gekommen, hätten wir jetzt Motorsport 4 auf den Xbox Series Konsolen spielen können. Aber ja. So, dann haben wir hier Veranstaltung, Rivalen und Welttournee. Welttournee ist quasi, da wirst du gelotst. Da musst du bestimmte Rennen fahren. Wieder zurück nach Dunsfold, England, auf die berüchtigte Top Gear Teststrecke. Jetzt haben wir hier zum Beispiel eine Top Gear Strecke, auch hier, wie die das gemacht haben mit dem Ranzoom und so, ne? Sieht schon, also mein Gott, das sieht jetzt aus wie Google Maps, vielleicht ein bisschen schlechter, aber ist schon geil gemacht. Ne, und da hättest du mal eine Runde? Wieso steht da nur eine Runde? Wir können ja mal reingehen und müssen jetzt hier einen B-Klasse-Wagen wählen. Da haben wir jetzt so eine kleine Auswahl, vielleicht irgendwas, was man nicht mehr kennt, aber da sind jetzt keine Autos unbedingt, die man nicht mehr kennt. Ich würde sagen, dann nehmen wir einfach mal, um den Sound zu hören, den Skyline. R33. Amateurklasse. Schlagen Sie die Zielpunkte beim Bowlen auf diesem Kurs. Oha, Bowlen, ja. Damals gab es halt auch noch viele Minispiele. Die gibt es heute auch nicht mehr. Also, ne? Auch in den letzten Motorsportteilen der neuen Generation, sag ich mal, gab es das alles nicht. Ja. Nicht wirklich auf jeden Fall. Und wir haben jetzt das Ziel 297 Punkte. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Keine Ahnung. Ist ein Weilchen her. Oh ja. Oh, okay, das geht besser. Die Goldenen bringen halt viel Punkte. Frage ist, muss ich schnell sein oder kann ich auch langsam machen? Ja, oh, okay, ich darf nicht zu langsam machen. Ich schummel hier, glaube ich, gerade ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man das so langsam machen soll. Oh, das müsste aber hinknallen, oder? Also, funktioniert hat es, würde ich sagen. Ja, fortsetzen. Gehen wir mal raus hier. Krieg's natürlich fett. Oh, ach, was. Ach, du Schande. Ah ja, träum ich halt.
Naja, Credit-Bonus war auf Zufall hier in dem Rennen jetzt nur. Dann gibt es noch Affinitätsbonus. Ah ja. Ich glaube, dadurch gibt es dann Rabatte, ne? Damit kann man natürlich die Autos dann günstiger machen. Also ganz praktisch, wenn du Nissan viel fährst, könnte ich mir den Calsonic holen, den R34. Ja, typisch alte Konsole natürlich hier, ne? Ladezeiten hier und da. Aber also auch beim modernen Game öfters mal. Und wie will er jetzt hin? Heute geht es zurück ins Rheintal in Baden-Württemberg, Deutschland. Für ein Rennen auf dem Hockenheimring. Hockenkockring, ja. Eine Meisterschaftsveranstaltung besteht aus zwei Durchgängen. Der erste findet morgens statt, der zweite nachmittags vor Sonnenuntergang. Was, die mich hier noch alle voll blubbern, du, ne? Hier kannst du dann zum Beispiel auch einen A-Klasse-Wagen fahren. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel... jetzt könnte ich sogar auf S-Klasse gehen. Das ist ja eigenartig. Das erhöht sich dann immer wieder. Warte mal, was ist denn, wenn ich jetzt hier mal den Rennwagen von Nissan nehme? Ja, guck mal, du hattest damals quasi die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, womit du deine Meisterschaften fährst. Ist das geil oder ist das geil? Ja, du hast quasi keinen Zwang. Du kannst einfach fahren, was du willst, so wie das hier aussieht. Das wusste ich gar nicht mehr. Du warst nicht gezwungen, unbedingt eine ultra langsame D-Klasse zu fahren oder so. Nö, ich habe jetzt Bock auf meinen Nissan hier. Dann hole ich den auch raus, den Lörres, Alter, und schieb ihn da voll auf die Strecke. Die haben alle ganz andere Autos als ich. Also ich habe hier theoretisch gar keine Chance gegen die. Also mit dem Kübel, da muss ich mal gucken, ob ich den Wagen nicht vielleicht auf Doof-Basis selber getunt habe. Das kann nämlich sein. Ich gehe nochmal raus, ich guck mal nach. Kann sein, dass ich den damals Lost getunt habe. Das mache ich heute zum Beispiel gar nicht mehr. Ich fahre die Rennwagen gerne Serie oder beschränke die auf zum Beispiel 835 wie damals in Motorsport 7. Das gab es ja, das gibt es jetzt im Motorsport auch nicht mehr. Homologisieren konnte man die Autos. Da gab es quasi den Beschränkungen, was PS und so angeht und den Leistungsindex. Ich hoffe, das kommt auch wieder rein. Das kann man im Moment nur selber machen durch... bestimmte Regeln, wenn du die einstellst im privaten Spiel. Aber warte mal, wir gehen einfach mal schnelles Upgrade. Genau, wir machen den mal auf R2, da wo er wohl auch eher hingehört, ne? So, jetzt müssten wir eigentlich in der richtigen Klasse fahren können. Genau, R2 können wir jetzt wählen. Das ist besser, würde ich behaupten. Ah, jetzt ist die Startaufstellung auch wieder optimal. Jetzt ist alles fair. Eine Schwierigkeit direkt gibt es hier, glaube ich, gar nicht. In der Welttournee konntest du die gar nicht einstellen, ob du auf Schwer oder Profi fährst oder so. Ich habe da zumindest jetzt nichts gefunden. Hier bei Schwierigkeit habe ich halt nur die Standardeinstellungen. Die habe ich erstmal alles so ein bisschen noob-freundlich gelassen, weil ich, keine Ahnung, wie sich die Autos hier genau verhalten. Ich habe das schon sehr lange nicht gespielt. Schaden, Kraftstoff ist auf Simulationen. Traktion, ja, ich lasse Traktion erstmal an noch, glaube ich, weil sonst, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich mache sonst einen Abflug. So, gehen wir mal rein hier ins Vergnügen. Ich weiß gar nicht, ob man hier zwingend Erster werden muss oder wie das damals war. Aber wir werden es sehen, wir werden es merken. Ich hoffe, die Karre ist nicht so laut. Ach ja, schalten ist eine Idee, ne? Aber wie konnte man denn hier da... Aha, aua. Ja, das fängt schon mal schlecht an. Oh, das geht nicht mehr gut hier. Ich kann höchstens... Ja, wir starten direkt mal neu... Hat man aber auch eine ganz schön eingeschränkte Sicht überhaupt in dem Ding, ne? Aber naja, ich fahre einfach mal so erstmal. Und ja, mein Gott, man sieht natürlich direkt den Grafikunterschied hier. Oder direkt vorne wieder was kaputt gefahren, trotzdem, man kennt ihn. Und man merkt auch ganz schnell hier, das ist eine ganz andere Streckenführung, ne? Ein ganz anderer Layout, aber auch die Maße, so wie sich das in der Zeit verändert hat, ist schon heftig. Und man hat hier nur zwei Runden Zeit, also weiß ich gar nicht, ob ich hier so sauber fahren kann. Aber ja, ich muss mich hier mal ein bisschen vorbeidrängeln. Aber die Steuerung ist schon extrem anders natürlich. Also hat sich auch einiges getan. Also hier... Da drin so kurz ist, habe ich einfach nicht genug Zeit, glaube ich, ne, um die alle vernünftig einzuholen. Ja, hier geht's gerade. Takata NSX ist auch da vorne am Start. Auto voraus, Auto hinten. Da hat er ein bisschen mehr gebremst, als mir lieb ist.
Ich dachte, da komme ich schneller durch, aber... Was auch sehr interessant ist, die Bots hier, die bleiben halt trotzdem dran. Die fallen jetzt nicht einfach weiter zurück. Minimal vielleicht, aber... Oh, oh. In Motorsport, in dem aktuellen, ist es ja so, wenn du die einmal überholt hast, ist eigentlich vorbei. Dann fallen die ziemlich schnell zurück und machen keinen Druck mehr von hinten. Wenn die vorne sind, dann sieht das anders aus. Da fahren die dir teilweise weg, wenn du Pech hast. Also ist schon schwierig, da ranzukommen. Guck mal, hier hat er sogar fast schon versucht, Platz zu machen. Aber hier ist er natürlich auch anders. Hier fährt die KI als KI. Hier lernt die nicht von irgendwelchen Spielern oder so. Ich weiß eh nicht, ob das Konzept so clever ist, dass die KI von Spielern lernen soll. Weil jeder Spieler fällt sich anders. Viele verhalten sich unfair, andere fahren sauber. Und das ist einfach irgendwie so ein total wildes Mischmasch. Und ja, das waren jetzt nur zwei Runden. Uch. Ach, selbst da wedelt das Gras, ey. Am Rand. Habt ihr das gesehen? Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Bewegliches Gras. In einem über 10 Jahre alten Spiel hier ist schon eine wilde Angelegenheit. Fahrer-Level-Bonus. Ah ja. Oh, nochmal. Ah ja. 50% ist er nochmal, hat er nochmal geswitcht. Ja, guck mal, ne? Alleine wie sich das Levelverhalten hier unterscheidet. Fahrerstufe hast du nochmal. Plus eine Fahrzeugaffinitätsstufe gefällt mir auf jeden Fall besser als diese Autostufen. Ich meine, damals gab es auch Autostufen, ne? Aber naja. In Anerkennung ihrer hervorragenden Leistung werden sie mit einer Auswahl verschiedener Autos belohnt. Sportlimousine der oberen Mittelklasse können wir uns jetzt aussuchen. Ja, auch cool, ne? Hier konntest du dann einfach dir aus ein paar Autos was aussuchen. Ich glaube, das ist heute auch nicht mehr so, ne? Da hast du vorgegebene Geschenkautos. Na, schauen wir mal, was da im Angebot ist gleich. Keine Ahnung, wie wir da jetzt drankommen. Rennen 2 von 2. Ah ja, ist das jetzt das richtige Rennen? War das gerade nur so eine Art Einfahren? Oder? Zwei Durchgänge. Naja, okay. Dann halt nochmal. Oh, ja, der macht da jetzt nicht unbedingt Platz für mich. Aber ist nicht anders als im aktuellen Forza. Weil jetzt ist dieses Rennen mit dem Corolla gefahren, beziehungsweise E-Klasse. Die hinter mir waren schneller, aber anstatt zu überholen, sind die mir einfach ins Heck gefahren die ganze Zeit. So richtig stumm. Die Musik hier ist auch nice, ne? Viel mehr auf spannendes Rennen so, anstatt diese Low-Bop-Musik oder gar keine. Ich versuche mal eine Runde so zu fahren. Oh, da habe ich ihn wieder angestupst. Bisschen aggressiv innen. Also ist jetzt nicht die schönste Art, die ich hier an den Tag lege. Aber guck mal, wie sauber er neben mir fahren konnte, ohne mich zu crashen oder so. Sehr interessant. Und ja, ich bin zu aggressiv unterwegs gerade hier. Man merkt's. Oh, da bin ich fast geflogen. Oh, guck mal, da kommen sie. Ja, hier, die machen richtig Stress von hinten. Und trotzdem rammen die mich nicht. Also die KI ist einfach intelligenter hier gerade als im aktuellen Motorsport. Ja, und die kommen auch wieder ran. Also ja, was die Gegner angeht, ist das schon wild. Aber hier achtet nochmal aufs Gras, wie sich das bewegt. Ja, wild, ne? Aber naja... Wer weiß, was da in Zukunft noch passiert. Meisterschaft beendet. Sie haben den ersten Platz erreicht. Sehr schön. Und wahrscheinlich auch ohne Fortschrittsbug. So, jetzt dürfen wir uns hier einen von den Sportlimousinen aussuchen. Interessant, interessant. Sehr schön. Und ja, E63 AMG, den gibt es ja auch nicht mehr. Haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen, die Version. Ich glaube, den nehme ich auch. Her damit. Den werde ich jetzt wahrscheinlich nicht fahren. Ja, jetzt können wir mal ins Auto Vista gehen. Das haben sie damals halt auch ziemlich geil gemacht, weil hier die... Sie haben die Amateurklasse beendet. Sie sind jetzt für die Clubman-Klasse qualifiziert. Die Cockman-Klasse, ja moin. Amateur. Clubman-Klasse ist etwas länger mit Rennen für schnellere Fließdecklimousinen und Coupés. Angenehme Stimme auch, ne? Heute geht es noch einmal in die Schweiz, in die kurvigen Berner Alpen.
Ja, die lässt man auch vermissen in Motorsport aktuell, kommen aber garantiert auch wieder zurück dann irgendwann mit einem Update. Guck mal, neue Strecke. Naja, war ziemlich geil gemacht damals. Sie hatten hier wirklich die Sprecher von Top Gear und da kann man jetzt zum Beispiel hier Autos freischalten. Wenn ihr den Enzo zum Beispiel, muss man eine Challenge machen. Um dieses Auto freizuschalten, müssen sie eine Herausforderung bestehen. Überfahren sie bei dieser Herausforderung als erster die Ziellinien in einem Enzo Ferrari. Ja, da gab es hier einige Autos zur Auswahl. Und ich würde sagen, wir können ja mal den SLR hier freischalten, weil jetzt den gibt es ja auch nicht mehr. Und dann lasse ich euch einfach mal gleich den Sprecher lauschen. Das haben die halt auch ziemlich geil gemacht damals hier. Die haben den Wagen sogar extra für Autovista klar gemacht, ey. Und dann ist der halt einfach nicht mehr da. Ich weiß nicht, das ist halt das Ding. Das ist Mercedes und McLaren haben den gebaut, den Wagen. Naja, ob da beide nach Erlaubnis gefragt werden müssen, lizenztechnisch. Aber ich denke mal, das dürfte eigentlich nicht das Problem sein. Also ich hoffe, der kommt irgendwann mal zurück. Na, ist eigentlich schon ein ganz wildes Auto. Ach, jetzt schon wieder auf dem Hockenheimring. Ja, super. Doofer Zufall, aber vielleicht haben wir jetzt den großen Layout hier. Die große Strecke. Boah, ein paar wilde Karren hier unterwegs, ne? Diese uralten Bremsgeräusche, ne? Ja, ja, das ist der größere Layout. Hier geht es jetzt geradeaus. Ja, oh ja, ja, das sieht ein bisschen eigenartig hier vorne aus. Ich meine, den Horizon 2 gab es denn auch noch. Ich weiß gar nicht, ob es den in Horizon 3 noch gab, aber in 4 auf jeden Fall schon nicht mehr und in 5 auch nicht. Uiuiui. Kriegt man gar nicht so einfach durch die Kurve den Kübel. Aber ist auch nur eine Runde. Ja, wenn hier allgemein einige Motorsport-Fans am Start sind, lasst mich immer gut wissen mit ja, Likes und Kommentaren dazu, damit ich weiß, weil ich richte mein Content natürlich auch immer ein bisschen danach, wie die Videos abschneiden. Und wenn jetzt ein Video zum Beispiel nicht mal 1000 Aufrufe machte zu einem bestimmten Thema oder so, dann kommt dazu auch so schnell nichts mehr. Ja. Ist natürlich immer Geschmackssache, ist klar. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mehr Motorsport-Videos mache, heißt das ja auch nicht, dass dann irgendwie weniger Need for Speed kommt oder so. Ich habe eh geplant, jetzt in Zukunft 3 Videos pro Woche zu machen. So, und dann haben wir es auch schon. Dann können wir uns gleich mal die Geschichte von dem Wagen hier anhören. Ich hoffe, Jeremy Clarkson spricht den. In denen seine Stimme ist irgendwie so, ich weiß nicht, falsch. Wobei Hammond und der andere und James da, die sind schon... Ach, der hat eben auch coole Stimme eigentlich, ne? Oder May hieß der, ne? James May, war das so? Oh Gott, ich muss mal wieder Top Gear gucken. Die alten Folgen halt, ne? Legendär. Ist der Mercedes-Benz SLR von 2005. Von 2005. Wenn wir jetzt hier draufklicken, geht's los. Dann hören wir mal hin. Mal gucken, wer uns hier was erzählt. This is the greatest Anglo-German cooperation since, ever. It's the Mercedes-Benz SLR McLaren. From Germany, the big badge on the front, and the 5.4-liter supercharged V8 that gives this car 626 horsepower and a top speed of 208 miles an hour. From England comes the grey and silver, biros in the top pocket, engineering know-how of the McLaren F1 team, who came up with the carbon fiber body and built the whole thing in their Surrey factory. As you might imagine, the marriage between these two companies from these two nations was not easy. Mercedes insisted the SLR had to be front-engined and look exactly like this. McLaren insisted this was not ideal for a supercar. Mercedes wanted a comfortable, well-equipped cruiser. McLaren wanted a hardcore, lightweight racer. The two sides couldn't even agree on what the SLR sounded like at full chat. Mercedes said it was like a Messerschmitt. The British reckoned it was more like a Spitfire. Yet, despite the disagreements, the end result was a very fine car. Monstrously fast and loud when you drove like you'd sat on a bee, yet relaxed and easy to live with when you didn't. The only real problem were the carbon brakes, which worked like a switch. But whatever, the SLR is dead now and the two firms behind it have gone their separate ways. Although strangely, Mercedes now make the SLS, a hardcore cruiser, and McLaren, the MP4 12C,
a civilized supercar, which is somehow slightly ironic. Ja, das war ein Autowissa, also mega geil, macht einfach mega Spaß, dem dazuzuhören, ne? Da habe ich fast schon Gänsehaut bekommen. Also echt eine ganz wilde Angelegenheit und guckt euch das an, wie geschmeidig das aussieht. Also klar, die Modelle hier im Autowissa wurden damals extra so gemacht, ne, um die hier zu präsentieren, aber es ist schon eine geile Nummer. Also das lässt man auch ein bisschen missen. Ne? Ich meine, du kannst dir heute immer noch die Autos so geil angucken, aber die Erklärungen sind halt bald nicht mehr dabei. Ja, ein ganz schön wildes Teil, das Teil. Als der Alltag gesagt hat, dachte ich erst, was blubbert der da? Den Wagen wird sich wohl kaum einer leisten können hier. Kein normal arbeitender Mensch zumindest. Wobei man sagen muss, von innen sieht er ja fast schon aus wie so ein Standardwagen heutzutage. Ne, gar nicht so besonders. Ne, das ist halt dann dieser Komfort, den Mercedes haben wollte. Und außen sieht er halt aus, typisch McLaren sportlich. Ne? Also schon sehr geil. Ja, und das kannst du halt mit verschiedenen Autos hier machen. Kannst du alle freischalten. Oh, ja, da haben wir zum Beispiel den neueren dann, wovon er gerade geredet hat. Haben sie da eigentlich auch den McLaren? Ja, der NF1 haben sie aber sonst nicht. Ne? Ja, wäre jetzt natürlich interessant, sich die alle mal reinzuziehen, aber müsste man mal schauen, ob man da in Zukunft vielleicht nochmal ein Video macht und sich das anguckt und da ein bisschen was zu macht. Ja, dann hatte man natürlich damals freies Spiel, ne, das kennt man. Beste Runde, geteilter Bildschirm, den gab es damals auch noch. Oder schnelles Rennen einfach. Nichts Besonderes halt. Und gehen wir nochmal zurück zur Karriere. Es gab natürlich auch an sich die Veranstaltungen, die du dir angucken konntest. Hier haben wir zum Beispiel, guck dir diese Menge zum Beispiel an. Hier, dieses zum Beispiel ist jetzt ein einziges Event. Da hast du ein Rennen, hier hast du dann schon drei Rennen, vier Rennen. Und wie viele Events das einfach sind. Eine ganze Menge. Und da kann das aktuelle Motorsport ja auch überhaupt nicht mithalten. Da gibt es ja nur den Builder Cup da mit irgendwie fünf oder sechs verschiedenen Kategorien, wo dann ein paar Rennen sind. Und ja, viele missverstehen das aber. Das ist ja noch nicht das Ende. Das ist nicht die volle Karriere. Da kommen in Zukunft noch Cups. Ne, die haben ja gesagt, der Builder Cup ist der erste Cup. Das kann also gut sein, dass da noch ein GT3 Cup kommt, ein LMP Cup und keine Ahnung, ein Sportlimousinen Cup, was weiß ich, Muscle Car Cup. Also alles noch möglich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese kleine Mini-Karriere alles ist. Also wie gesagt, da kommt in Zukunft sicher noch einiges. Und jeden Monat ändert sich ja auch die Empfohlenenliste da. Aber das hier war auf jeden Fall auch schon eine ganz wilde Sache. Also sehr, sehr viel. Ne? Ja, dann hatte man natürlich Rivalen, aber das ist ein Feature, was nicht mehr funktioniert, weil die Server nicht mehr verfügbar sind für diese kleineren Features. Da hat man hier natürlich den Upgrade-Shop, ne? Das ist, im Grunde hat sich da nicht viel verändert, eigentlich nur optisch. Ne? Dann hat es hier noch die Messwerte, konntest du hier gucken von deinem Auto und so weiter. Feintuning gab es natürlich auch bei Tuning-Setup und so weiter. Also eigentlich alles, was man heute auch noch fast hat. Dann mein Profil, da kannst du halt einiges hier angucken. Meine Statistik, was habe ich denn hier zum Beispiel gemacht? Prozent der Karriere beendet, 2,7% nur. Also ich habe 62 Rennen gefahren, beziehungsweise gewonnen. Und gerade bei 2,7%, wisst ihr Bescheid. Also wow, Fuhrparkwert 13,5 Millionen. Ja, das Geld hätte ich jetzt gerne auf dem Konto. Keine Ahnung, wo das herkommt, wenn da Gesamteinnahmen 400k steht oder was, Online-Einnahmen 200, aber naja. Dann haben wir hier auch noch Aufzeichnungen, Anzahl erhaltenen Abzeichen und so weiter, Zeit hinterm Steuer, oh Gott, ja, wie gesagt, ich habe echt nicht viel Zeit verbracht in dem Spiel mit dem Account. Dann haben wir hier die Affinität natürlich. Und das hätte ich mir halt auch für Motorsport gewünscht. Das wäre besser als allgemein diese Levels pro Auto. Die haben es ja jetzt geändert. Also jetzt ist es eigentlich auch okay. Jetzt schaltest du bis Level 25 eigentlich alles frei. Und bis Level 50 lohnt sich dann halt nur, um den Rabatt auf Autos zu bekommen. Aber es gibt ja auch leider schon genügend Geldglitches und so weiter. Also ist schon wieder genauso mit Noobs teilweise online verseucht, wo du siehst, die haben schon Prestige 3, 4 oder so. Also solche würde ich einfach... Keine Ahnung. Ich meine, ich selber bin auch schon relativ hoch im Level und ich gebe das auch ganz ehrlich zu. Ich habe hier und da auch mal, während ich Videos bearbeitet habe, ein Auto fahren lassen automatisch. Einfach nur, weil ich den tunen wollte. Aber es kostet halt Zeit. Ja, also, aber ich gehe jetzt nicht hin und mache mich direkt Level 1 Million irgendwas oder so. Das ist doch dumm. Ne? Ich meine, ich würde echt nichts dagegen sagen,
Also wer will, der macht das, wie er will. Ne? Lässt einfach ein Auto für sich fahren, ist gar nichts dabei, um das auf Level 50 zu bringen. Jetzt hat es sich ja zum Glück geändert. Seitdem mache ich auch gar keine Rennen mehr, beziehungsweise lasse da keine mehr fahren. Aber naja, diese Geldglitches und so weiter, aber was willst du machen, ne? So ist das halt. Ja, dann haben wir natürlich den Online-Modus, und das war ja das absolute Highlight, ne? Jetzt alles Mögliche. Hier auch mein Club, aber leider, ne, geht es gerade nicht mehr. Ja, mein Club. Ich weiß nicht, warum es für Motorsport keine Clubs mehr gibt. Total bescheuert, kann man nicht nachvollziehen. Muss man auch nicht nachvollziehen. Also vermisse ich ein bisschen das Feature. In Horizon gibt's das noch, aber ist auch nicht mehr so geil. Also der beste Club, den wir zuletzt hatten, war eigentlich Horizon 3. Da hatte der Club auch noch spezielle Features und Ranglisten und so weiter. Und in Horizon 4 und 5 ist das eigentlich nur noch so ein mit dieser schwachsinnigen Xbox-Club-Kacke zusammengepüllt worden. Und das feiere ich mal gar nicht. Das ist echt dumm. Der Club ist absolute Nebensache. Da gibt es keine Ranglisten, da gibt es keine Club-Challenges oder sonst was. Da könnte man viel mehr machen, aber ja, geht halt nicht, ne? Ja, ja, die meisten Sachen funktionieren halt nicht hier, weil die Server nicht online sind dafür. Habe ich noch irgendwelche Nachrichten? Nö. Aber du kannst trotzdem Online-Rennen finden oder selbst erstellen. Das war halt mega geil. Da hatte ich in dem einen Video schon mal was zugesagt. Du kannst hier halt hingehen und sagen, private Lobby und alles einstellen, wie du willst. Sogar KI-Spieler online. Guckt euch das an. Bis zu 11 KI-Spieler online. Und wenn du jetzt hier rausgehst, hast du dann hier halt diese Liste an KI-Spielern. Und also jetzt insgesamt 11 Spieler. Mit mir zusammen sind es 12. Und es können noch 12 normale Spieler beitreten. Aber insgesamt können, glaube ich, keine Ahnung, 24 Spieler oder so hier mitfahren. Oder war das damals weniger? 16? Ich weiß es nicht mehr genau. Warte mal. Geht das höher? Ne, 16 Spieler maximal. Plus KI. Aber wenn dann zu viele Spieler beigetreten sind, wurde dann zum Beispiel eine KI rausgeschmissen. Ne? Und dann hat es halt nur das Ding, du konntest hier einfach auf öffentlich stellen. Dadurch konnten irgendwelche Leute, die auch nicht mit dir befreundet sind oder so, deine Lobby finden und auch beitreten, und das ist ein mega geiles Feature. Gibt's schon auch sehr lange nicht mehr allgemein hier, dieses öffentlich stellen und dass dich andere Spieler dann finden und beitreten können. KI einstellen. Gibt es einfach nicht mehr. Muss man nicht verstehen. Absolut lächerlich in meinen Augen, dass es nicht mehr geht. Wird Online-Spielen auf jeden Fall viel geiler machen, vor allem könntest du dann auch mal privat mit deinen Freunden, wenn jetzt nur zwei, drei Freunde hast oder so, könntest du einfach privat eine Session anlegen, KI noch einstellen, damit das auch mal, ne, damit du einfach ein schönes Rennen hast, weil, ja, wenn du jetzt nur mit zwei oder drei Freunden fährst, sind da nur vier Autos auf der Rennstrecke und das macht ja auch irgendwie keinen Spaß, ne? Deswegen, also KI zurückbringen in online privaten Lobbys und die auf öffentlich stellen, das ist ein Feature, was auf jeden Fall sehr geil wäre. Ja, und dann gab es halt, wie gesagt, hier diese Liste von anderen Spielern gehostete Rennen, die Optionen festlegen, ja, und da kannst du dann halt hier suchen, ne? Wenn jetzt einer eine Lobby auf hätte, würde das mir hier angezeigt werden, aber ich glaube nicht, dass er was findet. Ich kann das ja mal, oder ich guck mal, Rennen suchen, schnelles Spiel, schauen wir mal, ob da irgendwas ist, aber ich denke mal, hier wird keine Sau online sein gerade, also das würde mich schon echt wundern. Müsste man mal ausprobieren, da müsste man einfach schauen, dass man Leute zusammenkriegt, die die Xbox 360 noch haben und das Spiel und online gehen können. Dann, und sich hier zu ein paar Rennen oder Spiele verabreden irgendwie. Müsste man einfach mal ausprobieren. Würde vielleicht ganz gut klappen, wenn man es mal, wenn ich mich mal mit dem, vielleicht mit dem Ray oder so in Verbindung setzen würde. Oder Ray von den Pixel-Elben oder so, ob man da mal vielleicht irgendwas organisiert, das wäre bestimmt ganz cool. Aber naja, müssen wir mal gucken, da muss man erstmal in Kontakt treten. Ja, ich habe jetzt hier mal ein paar Minuten gewartet, also pff, da kommt natürlich jetzt keiner. Ich guck mal, wenn ich vielleicht so hier individuell, vielleicht findet da was, ich lasse ihn einfach nochmal kurz suchen. Keine Sitzung gefunden, ja. Ich schau mal, falls ich, ich werde nachher mal bei mir auf dem Discord gucken, falls sich da einer findet, der das gerade irgendwie, der die Möglichkeit hat, das anzuschmeißen und so weiter, ob man hier überhaupt noch online zusammenfahren kann irgendwie. Gucken wir einfach mal, ne? Wenn nicht, dann nicht. Also werden wir sehen, ob ich es dann am Ende noch hier ins Video reinschneide oder nicht. Ja, dann würde ich sagen, setzen wir doch mal. Wobei, das kann ich theoretisch auch hier machen, direkt.
Wenn ich jetzt hier ein Rennen erstelle, ich würde gerne mal GT2 fahren. Das Ding ist, GT3, du konntest hier damals noch keine Fahrzeuggruppen einstellen, glaube ich. Das ist das einzige Problem. Deswegen R2 sind die Autos, glaube ich, oder? Ich muss mal gucken, warte mal. Wenn ich jetzt R3 einstelle, BMW, ich würde gerne den M3 fahren. Ja, genau. Da ist er. Müssen wir mal gucken, was die Bots für Autos bekommen. Ein kleines GT-Rennen hier einstellen. Das wäre doch mal eine ganz coole Sache. So, da habe ich jetzt mal ein bisschen was eingestellt. Aber ich habe auch noch mal auf beliebig umgestellt, damit wir hier noch ein paar mehr verschiedene Autos haben. Die R2-Dinger habe ich jetzt einfach mal eine Schwierigkeitsstufe runtergestellt. Einfach in der Hoffnung, dass sich das ein bisschen ausgleicht. Weil die sind halt R2-Klasse über 800. Die sind eigentlich schneller als die anderen Autos. Das war hier ein bisschen durcheinander. Ich kann hier leider nicht so genau einstellen, was für ein Tuning die haben sollen, dass die irgendwie alle gleich ungefähr sind. Ja, ich weiß nicht, ob das geht. Ich will da jetzt aber auch nicht nochmal was dran rumprobieren. Naja, muss ich hier wieder alles neu einstellen. Das dauert natürlich ein paar Minuten hier, die ganze KI einzustellen. Aber ja, gehen wir einfach mal rein. Wir haben den M3 GTR und schauen wir mal, was passiert. Jetzt weiß ich gar nicht, was für Schwierigkeitseinstellungen ich habe, ob das online irgendwie anders ist mit Fahrhilfen und so weiter und Schaden. Oh, muss aber jetzt aufpassen hier, weil zurückspulen geht, glaube ich, im Online-Modus nicht. Das wurde auch erst viel später eingeführt. Schauen wir mal, wir starten hier fast als Letzte. Baro hat gar keinen Bock anscheinend. Oh, kann sich ja mit der Viper hier prügeln. Oh ja, die wunderschöne Viper. Auch so ein altes Ding. Gibt es auch nicht mehr. Also gibt es die Serienversion, aber nicht den Rennwagen. Boah, ein bisschen hier wild gefahren. Und vorne fahren schon welche weg, die scheinen ein bisschen mehr Power zu haben, natürlich, aber ja. Aha, aua, da ist mir was verbeult. Ach du Scheiße, ach du Heiliger. Wie sieht das denn aus? Oh nein, oh, stimmt ja. Oh, ich kann ja nicht spulen, aua. Ich muss jetzt ein bisschen besser aufpassen. Ja, Auto, Schadensmodelle sind natürlich auch, können wir gleich nochmal gucken, extrem. Ach du Kacke, jetzt habe ich mir die ganze Karre verbeult hier, ne? Naja, vielleicht sollte ich mich mal aufs Rennen konzentrieren. Weil Astra und Skyline sind sich hier am Prügeln. Naja, aber ich glaube, wenn ich Vollgas geben würde, könnte ich den locker wegfahren. Also die geben jetzt hier nicht so viel Gas anscheinend. Vielleicht hätte ich die Schwierigkeit doch nochmal oben lassen sollen. Also ne, warte mal. Also, ne. Ich gehe nochmal raus. Also da stelle ich nochmal lieber die Schwierigkeit ein. Ich will ja ein vernünftiges Rennen hier fahren. Die sind mir zu langsam. Keine Ahnung, was da abgeht. Gehen nochmal neu rein, aber noch die Schwierigkeit hochgedreht hier. Nicht alle auf Profi. Aber ein paar. Ne, ein bisschen angeglichen, wie gesagt. Ja, wäre halt mega geil, wenn man das halt in modernen Spielen machen könnte, ne? Aber ja, wir haben halt auch nicht mehr diese große Palette an Rennwagen in der Klasse hier. Das ist halt auch das Problem, ne? So, jetzt haben wir hier wieder die Schleicher mehr oder weniger. Keine Ahnung. Also diesmal wieder vor. Diesmal gibt er Subaru aber ein bisschen mehr Gas hier, ne? Wow, da hat er mich aber jetzt hier berührt. Oh. Weil das hier online ist, kann ich nicht spulen oder pausieren oder so. Ganz schön wilde Angelegenheit. Ich soll mal einfach die Rennwiederholung speichern und mal gucken, was hier abging dann im Nachhinein. Also der Subaru ist mal ganz elegant unterwegs, ne? Der andere M3 hier. Oh, der andere M3 ist aber auch ganz schön aggressiv. Und vorne fahren uns welche weg. Also ich muss hier langsam mal vorbeikommen an dem Kollegen. Also Subaru macht sich gut, ne? Der will auch nach vorne auf einmal. Vorhin hat er keinen Bock. Jetzt hat ihm da wohl die Ehre gepackt. Ja, der arbeitet sich hier mal ganz elegant nach vorne. Der M3 da hinten ist auch wieder am Aufholen, aber jetzt sag ich mal auf Wiedersehen, ne? Weil er zieht aber noch der GT direkt hinterher, der Ford. Der Typ unter mir, Platz 5, den will ich gar nicht aussprechen. Ja, da vorne sind aber ganz schön weit schon vorgefahren, also sehr wild. Weil sieht aber auch ganz anders aus als heutzutage hier, ne? Was die Vegetation angeht und alles. Aber gespannt, wer da vorne rumgurkt. Ich gehe mal davon aus, dass das wieder der Skyline ist.
Und der Astra und noch irgendeiner. Die Steuerung ist sehr ungewohnt, ne? Also ich kann hier... Ich traue mich hier gar nicht, den Wagen komplett auszureizen, weil sich das so anders anfühlt auch. Da schätze ich die Kurven dann ganz schnell mit dem Handling. Aber trotzdem muss ich ein bisschen Gas geben, weil die da vorne gar nicht mal so langsam unterwegs sind diesmal. So wie das sein muss. Aber zwei prügeln sich da die ganze Zeit. Also die werde ich wohl noch kriegen, früher oder später. Ich bezweifle langsam, dass ich überhaupt noch rankomme an den allerersten. Die haben sich halt von Anfang an ziemlich schnell abgesetzt. Und das jetzt wieder einzuholen. Das ist halt das Problem, weil mich der Subaru da teilweise blockiert hat. Ist echt unausgeglichen, das Feld hier, würde ich behaupten. Habe ich nicht gut eingestellt, aber willst du mal, die Fahrklassen sind halt ziemlich unterschiedlich. Ach, die Viper mischt hier noch mit, alles klar. Oh, da habe ich leider... Oh mein Gott, wie sieht mein Auto aus? Da war ich leider viel zu unvorsichtig. Tut mir leid, liebe Viper. Oh, ich glaube, den ersten werde ich nicht mehr kriegen. Alter, guck dir das Schadensmodell an. Einfach Highlight. Wenn du das mit heute vergleichst, absolut lächerlich, was moderne Spiele machen. Zumindest hier Forza und Gran Turismo und so. Oh, da war ich schon wieder viel zu... Also den Skyline werde ich wohl nicht mehr kriegen. Aber der Astra eventuell. Wenn ich jetzt hier so ein bisschen Aggro reingehe, ja. Ja. Muss ich aber auch blockieren hier. Also, ja, das sind halt R2-Fahrzeuge, die anderen beiden. Die haben halt viel mehr Power, ne? Oh, guckt euch den Wagen an, ey. Wow. Das nenne ich Schadensmodell. Ja, das war der Skyline. Das sind halt R2-Fahrzeuge. Kannst nichts machen, ne? Genau die sind halt auch vorne hier. Das Ganze hat jetzt so viel Bock gemacht. Jetzt habe ich die nochmal einfach alle nochmal umgestellt. Ich will einfach noch eine Runde fahren. Das macht eh einfach so eine Laune mit diesen alten Autos. Da muss auch mal was Spannenderes, als das gerade zusammenkommen, weil ich habe ja hier gerade irgendwie nur ein Privatrennen gefühlt gefahren und versucht aufzuholen und dann die Viper da zerstört. Problem ist, oder ich muss die Startaufstellung mal ändern, dass die gar nicht vorne starten hier, diese übertriebenen R2-Autos. Ich glaube, das wäre mal eine Idee, ne? Weil die fahren immer sofort weg. Weil die haben einfach viel mehr Power. Vielleicht ändern wir das einfach mal. Ich wünsche mir das so sehr zurück, dieses Feature, ne? Dass man einfach online solche Rennen einstellen kann, mit KI auch und so, ne? Das wird so cool sein. Oh. Einfach, weil wenn man, ne, einfach wird man selber haben will, gerade die Strecke, die man will, die Regeln, die man will, Wetter, Boxen, Stops, Runden und so weiter, alles selber und dann halt noch ein Feld, ne, gut voll kriegt. Ja, na, dann schauen wir mal, ne? Ich lasse die erstmal überholen. Haben wir so Baru schon wieder? Der Frechdachs. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die R2-Wagen einfach vorne bleiben müssen, damit ich hier meinen Spaß habe. Ja, irgendwie ist die KI sehr langsam unterwegs hier. Stellen absolut kein Problem für mich da hier. Ich könnte den jetzt so wegfahren, aber ich bleibe jetzt erstmal hinter dem. Nee, also das ist ja schon. Also. Echt langsam. Oh, oh, was denn da? Oh mein Gott, mein Heck! Sieht ja extrem jetzt aus. Ja, das ist kein Rennen hier, das ist mehr so ein Rumexperimentieren, glaube ich, ne? Naja. Aber es gibt ja auch heute noch hier und da Spiele, wo auch normale Autos mehr kaputt gehen als im Forza und so, ne? Also ganz allein an den Autoherstellern liegt das wohl eher weniger. Ich glaube, die Entwickler haben einfach nur keinen Bock, das zu machen. Oder können es nicht mehr. Seine Karre auseinandergenommen. Jetzt ist mir die Frontschütze auch noch weggeflogen. Also meine Güte. Die Schadensmodelle sind einfach so viel besser hier.
Ich habe jetzt auch die Schnauze voll. Jetzt mache ich mal, jetzt raste ich mal aus. Jetzt nehme ich halt R2. Jetzt will ich wirklich mal ein Rennen haben. Alles auf Profi, Maximum, eskalieren wir hier. Also kann ja nicht sein, dass die KI so low-bob ist hier, ne? Aber gut, war damals vielleicht so, ne? So, jetzt haben wir hier ein schönes vermischtes Feld. Jetzt nehme ich natürlich noch ein Auto. Ich habe jetzt, ich werde jetzt in den Astra mal letztes Mal gefahren in dem einen Video. Ich werde jetzt einfach mal den Supra hier nehmen. Jetzt aber ernsthaft rein da. Gott, wieder ein richtiger Motorsport 4 Special hier von der Länge her. Schon anderthalb Stunden am Aufnehmen. Bin mal gespannt, er werde eine Menge cutten müssen. Aber muss auch mal sein, ne? Ist halt eine Legende, das Game. Macht auch mehr Spaß gefühlt als aktuelle Teile. Durch eben diese ganzen Features, die es hier hat. Ja? Ich frage mich immer wieder, was geht in einem Entwicklerkopf vor? Warum bringen die diese Features nicht zurück? Es ist doch eigentlich so einfach. Es liegt auf dem Silbertablett serviert, ne? Ich sage ja nicht, dass das einfach ist zu programmieren, aber man hat es ja schon mal gemacht, ne? Naja. Ja, die dicken, wir sind hier die schnellsten, glaube ich, hinten. Die starten natürlich auch hinten dementsprechend. Dann wollen wir mal schauen, was jetzt hier abgeht. Ups. Boah, du Bastard. Alter, der Skyline hat direkt Angriff gestartet hier. Ja, Pech gehabt. Selbst schuld jetzt, dass da hinten liegt. Alter. Wow. Hat mir direkt den Lack hier abgepellt. Ja, die Innenraum-Sounds haben sich schon sehr verbessert. Ey, komm, dräng mich nicht ab hier, Junge. Hohoho, wild, ey. Aua. Ist halt schwer einzuschätzen, wo die bremsen, ne? Ich bin halt viel schneller gewohnt hier. Das ist schon eher nach meinem Geschmack hier. Oh, 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 oh. Oh, das war jetzt gefährlich. Machen wir noch einen Audi vorne. Oh, ich glaube, meine Front ein bisschen verbogen, so wie das da rechts aussieht. Schon wieder gerammt, ey. Oh, der NSX macht Druck. Der hat natürlich auch ordentlich Power.
Ja, der will auf um jeden Preis vorbei, der kleine Hund. Alter. Der will's wissen. Also der wird noch gefährlich, ey. Wenn er mir folgen kann. Ich glaube, der hat sogar die meiste Power hier im Feld. Oh, irgendwas passiert, aber er kommt wieder. Ich komme an den Saleen nicht vorbei. Oh ja, ich habe ein bisschen was abbekommen vorne. Verdammt, ey, also hat der Audi mir jetzt meinen Plan vernichtet, aber den Aston Martin haben wir. Ein bisschen Vitamin aggressiv. Kommt ich glaube ich auch nicht an den vorbei hier. Oh ja, gefährlich, aber es geht. Es klappt. Oh, 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 oh. Sorry, sorry. Aua, aua. Ich entschuldige mich bei dem Bot. Die scheren sich halt nicht darum, ob du an... Oh, das war jetzt natürlich die Oldschool-Crasher-Methode hier. Die scheren sich aber selber nicht darum, ob du neben denen bist. Deswegen kann man das, glaube ich, auch verzeihen hier. Und da sind wir auch schon bei der Viper angekommen. Oh. Ui, ich habe einen... Ein Horn. Ja, jetzt hole ich euch. Oder ihn, glaube ich, oder? Ne, ist zu eng, ist gefährlich. Nur Nürburgring ist halt echt schwierig zu überholen. War schon immer so. Das Problem hier. Aua, jetzt übertreibt man nicht mit deinen Bremsen hier. Kosmetischen Schaden ganz ausmachen kann man hier, glaube ich, gar nicht. Zumindest habe ich es mal versucht, aber nichts gefunden. Schade eigentlich. Du kannst hier nur Geistmodus anmachen, gefühlt. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass wir die Viper auf der Geraden schlagen können. Au! Oh mein Gott, warum hat der denn auch schon wieder... Also manchmal bremsen die aber auch übertrieben, ne? Ja, ich denke mal... Die hat zu viel Power, oder? Vielleicht mit Windschatten? Komm, 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 komm. Ah, ne, das wird nichts. Die Viper hat zu viel Bums unter der Haube. Schade. Aber geiles Rennen an sich. Klar, müssen wir hier und da ein bisschen aggressiver bleiben, aber... Ey, das Spiel macht so viel Bock, ne? Ich glaube, ich werde dann öfters in nächster Zeit spielen. Also Nürburgring mit den Autos hier macht richtig Laune. Meine Herren. Klar, ist komplett anders, ne? Vom Fahrgefühl her. Und so ist halt alt, aber... Aber ich muss schon sagen, das macht echt Laune. Also ich muss sagen, Nürburgring mit den Autos, einfach geil, macht schon Spaß. Also das Ding, ich glaube an sich sind die Bots nicht so das Problem.
Ne? Also ich konnte ja easy, ihr seht ja hier das Feld, die sind wirklich alle auf Profi eingestellt. Klar, mein Supra war jetzt einer der schnellsten, ne? Der NSX hat eins als allein, Bubble, hat als einziger auch noch mehr Power. Da war halt noch ein anderer Supra, noch der Skyline. Aber an sich, wo ist denn die Viper? Was hat die denn? Guck mal, die hat 8,11, also. Das ist halt das Geile am Nürburgring. Du kannst halt nicht, wenn du sauber fahren willst, so einfach überholen. Und deswegen macht es das Ganze ein bisschen schwieriger. Aber an sich stellen die Bots wahrscheinlich keine großen Probleme da auf Profi. Aber, naja, naja. Ja, jetzt, boah, ich würde am liebsten direkt noch eine Runde fahren, aber das wird sonst zu viel hier in dem Video. Das macht wirklich Spaß. Also, da muss ich echt mal gucken, dass man da mal ein paar Leute zusammenkriegt. Und dann auch mal hier rennen fährt. Also echt, das macht wirklich Spaß. Also auch mit dem Schadensmodell, ne? Das ist halt, das vermittelt ein besseres Gefühl. Ne? Dass die Autos auch wirklich ein bisschen kaputt gehen. Ja, einfach besser, würde der eine oder andere sagen, das Spiel hier. Gucken wir mal, was man da noch an Auto abholen kann. Und dann war es das eigentlich auch schon, ne? Mit Motorsport 4. Oh ja, guck mal hier, können wir einen Countach oder einen GTO nehmen. Einfach einen Countach. Bleibt wirklich nur noch auszuprobieren, ob ich da irgendwie online spielen kann noch. Muss ich echt mal gucken, ob ich da irgendeinen finde, der hier mal online geht, mit dem ich das ausprobieren kann. Ansonsten ist hier nicht mehr viel zu zeigen, ne? Marktplätze und so weiter sind halt offline. Gut, dann war's das. Ich, ja, eine schöne Tour durch Forza Motorsport 4 einmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer sich das Video auf ganzer Länge gegönnt hat, vielen Dank auf jeden Fall. Watchtime Support, bester Support. Und ja, wenn es noch nicht getan hast, lass gerne noch ein Like da und einen Kommentar zu dem Ganzen hier. Würde mich auch freuen. Und abonnieren nicht vergessen, wenn du es noch nicht getan hast. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ne? Gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr hin und wieder mal öfter was von Motorsport 4 noch sehen wollt. Und dann bin ich raus an der Stelle und sag auf Wiedersehen.